Sollte man jetzt die British American Tobacco Aktie kaufen, nachkaufen oder womöglich verkaufen? Heute schauen wir uns ein meiner Meinung nach sehr interessantes Thema an, weil die Aktie aktuell schon wieder 8,5% Dividendenrendite ausschüttet. Von ihrem zuletzten Hoch von 35,50 € ist die Aktie bereits wieder 10% zurückgekommen. Und ich muss sagen, ich liebäugle aktuell mit einem Nachkauf. Was dafür spricht, das schauen wir uns jetzt etwas detaillierter am PC an. Donnerstag hat nämlich British American Tobacco Ex-Dividende gehandelt. Ihr seht es, hier gab es diesen Dividendenabschlag und wie viel gab es jetzt eigentlich wirklich? Da können wir hier einfach mal direkt reinschauen und zwar hat British American Tobacco, wo sind sie denn? Wir sind hier daheim, insgesamt 70 Cent Ex-Dividende gehandelt. Das heißt, wir bekommen aufs Jahr gesehen 2,80 € und bei dem aktuellen Aktienkurs von 33 € wären das insgesamt fast 8,5% Dividendenrendite, was richtig, richtig üppig ist und mich natürlich extremst freut, weil ich Dividendeninvestor bin. Aber ganz wichtig, erzähle ich euch immer wieder, möchte ich auch hier an dieser Stelle erzählen, die Dividende ist keine Qualitätskennzahl. Es gibt Dividendenkürzungen, es gibt Dividendenaussetzungen. British American Tobacco hat seit 26 Jahren die Dividende jährlich erhöht und wird sie meiner Meinung nach auch noch in Zukunft erhöhen. Und wo möchte ich dieses Unternehmen dann gerne kaufen? Und zwar im Freedom Dividendendepot. Da wäre auf jeden Fall noch Luft drinnen. Aktuell habe ich 38 Stück im Depot drinnen. Mittlerweile hat sie sich wirklich sehr gut entwickelt seit meinem Kauf und zwar 18% Kurs plus. Und was noch interessant ist, eigentlich meiner Meinung nach, wenn man sich das ganze Tortendiagramm etwas genauer anschaut, könnte mir vorstellen, dass man hier nochmal durchaus entweder so 32 bis 35 Stück irgendwas in dem Dreh kaufen auf jeden Fall, dann wäre sie mit unter anderem einer der größeren Positionen im Depot drinnen. Was veranlagt mich jetzt dazu, wenn es nicht die Dividendenrendite ist? Da möchte ich jetzt mal direkt drauf eingehen, aber davor noch ganz kurz der Hinweis, bei Freedom gibt es aktuell noch für dich bis zu 20 Gratis-Aktien, check das mal gerne unten ab, also du bekommst dort eine richtig schöne Geschenke und diese Geschenke sollte man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, bei BAT gibt es einige interessante News und zwar haben sie aktuell ein Aktienrückkaufprogramm am Laufen und das liegt unter anderem an ihrer ITC-Beteiligung und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Und zwar hier die ITC-Beteiligung hat aktuell einen Marktwert von 19 Milliarden US-Dollar. Also die haben hier schon einen Teilverkauf getätigt, haben aber immer noch Werte herumliegen von über 19 Milliarden Dollar. Das Krasse daran ist, diese ITC, also dieses Unternehmen, was natürlich auch eine Börse gelistet ist, ist natürlich brutal üppig bewertet. Wir haben hier einen 20er bzw. excuse, 30er KGV, ist der indische Markt, natürlich extremer Wachstumsmarkt und Co. Aber irgendwann muss man sich auch mal von Werten trennen und diese Werte dann zum Beispiel für den Schuldenabbau hernehmen oder dementsprechend für den Aktienrückkaufprogramm. Und merkt euch das mal ganz kurz: 19 Milliarden Dollar. British American Tobacco, wie schwer sind die aktuell an der Börse? Was für Marktkapitalisierung haben die? Die haben quasi einen Marktwert aktuell von 80 Milliarden US-Dollar. Haben aber Werte von fast 20 Milliarden rumliegen. Also das wäre schon mal allein interessant, da nur einen Teilverkauf zu tätigen und dann wieder eigene Aktien zurückkaufen, vielleicht sich besser um den Schuldenabbau zu kümmern. Und du merkst es schon, da kann in Zukunft noch richtig viel passieren. Und das Schöne daran ist ja, wie schon vorher erwähnt, die Aktie hat jetzt wieder etwas korrigiert und dafür ist die schon wieder so interessant für mich, auch wenn hier kein krasser Umsatzsteigerung mehr stattfindet. Die haben dennoch wirklich ein sehr gutes Nettoergebnis, natürlich hier im Jahr 2023, durch dem, dass sie die Reynolds-Beteiligung abgeschrieben haben, war das ja jetzt nicht so prickelnd, aber das war ja schon in der Vergangenheit. Also dieser Zukauf war in der Vergangenheit quasi. Das war jetzt einfach nur eine Berichtigung vom Buchwert und daher bin ich sehr positiv tatsächlich gestimmt für die Zukunft, weil hier auch, ihr seht es, das Nettoergebnis soll peu à peu wieder besser werden, also noch besser. Die Nettoverschuldung, die soll peu à peu abgebaut werden, man kauft eigene Aktien zurück und auch von der Payout-Ratio für die Dividende sieht es auch sehr, sehr gut aus. Also ich muss grundsätzlich sagen, gefällt es mir wirklich gut, das Unternehmen. Natürlich aktuelles KGV, KBV habe ich immer so ein bisschen im Blick drinnen, ist verhältnismäßig tatsächlich auch günstig bewertet und daher spekuliere ich aktuell hier einen
Nachkauf zu tätigen. Und zwar, wie gesagt, im Freedom Dividend Depot, da wäre auf jeden Fall noch Luft drinnen. Da liegt auch noch genügend Cash herum. Und wie du sehen kannst, die CVS Healthcare Aktie, die lange, lange Zeit die schlechteste Aktie im Depot drinnen, ist jetzt bereits wieder im Plus drinnen. Durch dem, dass sie hier eine Heuschrecke zum Beispiel auch eingekauft hat, ist jetzt auch schnell gegangen, weil wir waren ja da in der Spitze, glaube ich, bei minus 10 oder 15%. Freut mich natürlich am Ende des Tages und demnächst gibt es natürlich hier auch ein Depot-Update. Wenn du das nicht verpassen möchtest, auf jeden Fall mal gerne den Kanal abonnieren, weil dann schauen wir uns mal an, wie viel Dividende es gegeben hat, welche Aktien ich vielleicht noch dazu kaufen möchte, welche es neu in meinem Depot reingeschafft haben. Und grundsätzlich British American Tobacco Aktie ist für mich auf jeden Fall zurzeit relativ weit oben für einen Nachkauf, wie ihr hier im Chart sehen könnt. Die ist bereits gut zurückgekommen. Kann mir hier durchaus vorstellen, dass wir nochmal ein, zwei schlechte Börsenwochen bei der British American Tobacco Aktie haben. Aber danach könnte es doch hoffentlich wieder schön für uns raufwärts gehen. Aber in dieser schlechten oder vermeintlich schlechten Phase möchte ich auf jeden Fall gerne nochmal die ein oder anderen Stücke in mein Depot reinkaufen.